Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Nobody Wants to Die, wo ich einfach mal ganz frech auf Fortsetzen drücke. In the gut of a body not my own, I can feel this case is nothing but trouble and heartache. So sieht's aus. Even worse, it's personal. A lit cigar pressed against a wound that never heals. That's me. The second time I've seen Ikarite completely melted. Just when I got a little better at forgetting the first one. Okay, es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. It's time to take care of it. I'm gonna need more space to fire up the evidence board. Genau, ich erinnere mich, wir waren stehen geblieben hier bei uns in der Bude. Wir waren duschen. Ich kläre euch kurz auf, warum so lange kein Video auf YouTube kam. Und zwar für die Leute, die Streams verfolgen, die wissen, oder vielleicht habe ich es, glaube ich, auch in der letzten Folge erzählt, ich habe mein komplettes Setup hier neu gemacht. Neue Kamera, neue Monitore, neues Licht, alles. Neuer Tisch, alles neu. Und das hat doch länger gedauert als gedacht. Und während dem Umbau konnte ich leider nicht aufnehmen. Dann habe ich mir am letzten Tag einen Nerv geklemmt. Und lag gestern komplett flach. Ich konnte nicht mal mehr alleine aufstehen, geschweige denn mich irgendwie bewegen. Heute ging es dann zum Glück nach einer echt schlimmen Nacht einigermaßen. Es ist immer noch nicht richtig weg. Ich kann aber jetzt zum Glück einigermaßen, also beziehungsweise ich versuche jetzt einfach hier zu sitzen und aufzunehmen. Ich hoffe, morgen früh ist es soweit, dass ich wieder richtig aufnehmen kann und dann auch abends wieder live gehen kann. Ja, genau. Die Facecam hatten wir, glaube ich, oben hingepackt. Ich habe mich erinnert, dass ich die blau machen wollte, habe ich jetzt gemacht. Ich hatte die, meine ich, oben. Ich mag meine Facecam oben nicht so gern. Ich habe die lieber unten. Jetzt habe ich sie gerade Brust in der Mitte. Ich habe gerade noch einen Schluck Ginger Ale getrunken, man kennt ihn. Und ich gucke gerade, ich könnte sie theoretisch halt hier jetzt mal hinmachen. Und wenn uns das stört, dann packen wir sie halt wieder nach oben. Das wäre jetzt einfach mal so der Plan, den ich hätte. Und ich kann dann denken, oh, ich kann mir so viel angucken. Ach, ich dachte, wir stellen uns sie nur vor irgendwie. Okay, boah, ich kann mir hier so viel angucken. New York, wo die Zukunft Gegenwart ist. Alles klar. Was haben wir hier? Ich gehe erstmal in die Küche, vielleicht haben wir was zu essen. Wir können Zeitung lesen. Zugunglück erschüttert Bewohner, 9. Oktober 2329. Zugunglück erschüttert Bewohner. Die letzte Nacht wurde für die Menschen in Central Harlem zu einem Albtraum. Ein Zug entgleiste und verursachte immensen Schaden. Dutzende Menschen wurden in das Zentrum für Bewusstseinsübertragung eingeliefert. Darunter zwei Agenten. Es wurde keine offizielle Ursache für die Katastrophe genannt, obwohl es zahlreiche Berichte über Explosionen und Schüsse gab. Die Polizei gibt keinen Kommentar ab. Fortsetzung auf Seite 2. Martin Roy kündigt Spiele an. Der Eigentümer des bekannten Stadions verkündet seinen großen Plan für das Jahr 2330. Er möchte das größte Sportevent dieses Jahrhunderts organisieren. Ich sage ja nicht, dass mit Sport alle Probleme dieser Welt gelöst werden können, aber wenn er dafür sorgt, dass die Menschen sie mal für einen kurzen Moment vergessen. Ich schwöre, ich werde das organisieren, egal wie viel das kostet. Okay. Die Frage wird jedoch sein, wer genau wird für dieses Vorhaben aufkommen. Ein Interview auf Seite 3. Ich finde es schön, wie wir immer angeteased werden. Es ist so gottlos warm heute, Leute. Wir haben schon, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Halb eins oder so? Ich glaube halb eins nachts. Und es ist trotzdem immer noch richtig warm. Ich hatte als gehofft, dass es heute mal regnet, aber nein, es sah nur den ganzen Tag so aus, aber es hat nicht geregnet. Vielleicht heute Nacht. Der richtige Präsident in schweren Zeiten. Der Präsident beruhigt alle Bürgerinnen und Bürger. Die Bedenken bezüglich des umstrittenen Gesetzes zur Senkung des Alters zur gebührenfreien Körpernutzung haben. Er betont, dass er der richtige Anführer in diesen schweren Zeiten sei und dass er das in ihn gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen werde. Fortsetzung aus Seiten 4 bis 6. Wetter. Der Wetterdienst sagt eine moderate Luftverschmutzung. Standardverfahren. Boah, Leute, ist das anstrengend gerade, sorry. Ohne sauren Regen vorher. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad Celsius erwartet. Okay. So, was haben wir hier? Tabletten? I feel like I'm taking them more and more often. Guck mal, da sind welche drin, aber irgendwie aus manchen Winkeln sieht das aus, als wäre da nichts drin. So.
Neukörperallergien. Heavennisse? Nee, Hiefnisse? Was ist das? Charo... Was? Caro Cabrica? Kokosaroma. Oh, nicht das Kokosaroma. Nee. Nicht mein Kokos, das esse ich doch so gern. Lecker. Okay, was haben wir hier? Hier ist der Baum der, des Lebens. You're lucky I don't need to water you. Depend on me. And you won't have long to live. Ja. Okay. Wir können uns hier echt eine Menge angucken, Leute. Erstmal das Bild der Frau. I was lucky enough to even meet a woman like that. Ah, okay, das heißt, die gibt's nicht mehr. E-Mails ansehen, oh Gott. Sehr geehrter Herr Kara, Glückwunsch zu Ihrem neuen Körper. Wir hoffen, die Synchronisierung völlig reibungslos. Gleichermaßen möchten wir Ihnen hiermit eine Liste mit bekannten Vorerkrankungen über Ihre neuen Körperhülle zukommen lassen. Laktoseintoleranz, Bronchialasthma, Skoliose, Allergien gegen Hefen. Ich kenne diese Nüsse nicht. Charo Caprica. Das sind vielleicht auch so modernisierte Varianten von Sachen, die wir kennen. Bluthochdruck. Wir wünschen Ihnen viele glückliche Jahre in Ihrem neuen Körper. Mit freundlichen Grüßen, der Kundendienstmitarbeiter. Nett. Okay, das hielt sich ja noch in Grenzen. Ich dachte, wir können alle E-Mails lesen. Was ist das? Drehen, weglegen. Okay. The other woman. Actors in their own bodies. Now that was cinema. Ja, stimmt. Gibt's wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr in seiner richtigen Zeit hier. So, ich setz mich erstmal auf die Couch und chill und trink mal einen Schluck. Oh, okay. Das war ein kurzer Spaß. Jetzt ist es Nacht, oder wie? Nee, auch nicht. Was geht denn jetzt ab? Okay, wir sind aus unserem Fenster geklettert, auf unseren Balkon, zu dem wir keine Tür haben, also gehe ich davon aus, dass es nicht unser Balkon ist. Wir können auch wieder rein, aber lass mal gucken, was es hier gibt. Sieht schon alles sehr cool aus, muss ich sagen. Okay, wir können wieder runterschauen. Ach du Gott. Und nach oben. Irgendwie, es spiegelt sich irgendwie, ne? Und hier fliegt wieder so ein... Was steht eigentlich drauf? Icarus. Okay. Wahrscheinlich irgendeine Firma hier. Ah, guck mal, wir können es untersuchen. Nee, jetzt habe ich das verpasst. Schade. Aber jetzt können wir nochmal nach oben gucken. Da wird einem schon ein bisschen schwindelig, du. Konnte ich zoomen? Ja. Okay, aber ich zoome nicht so langsam ran, sondern ich skip so beim Zoomen. Interessant. Da fällt mir ein. Ich habe hierfür noch gar keine Steuerung gemacht, ne? Naja, okay, egal. Geh mal weiter. So, mal gucken, dass auch die Aufnahme läuft. Wäre peinlich, wäre nett. So. Auf Neonschild setzen. Boah, nee. Boah, das kann... Ja, er setzt sich auch noch so, wahrscheinlich. Würde er einfach so rausfallen. Ihn bockt's gar nicht. Erstmal eine Flumse. I miss this sight. In the first days after changing into this shell, the shakes were so bad I couldn't come out here. Ja, das wäre ich einfach. Fucking Dämmer. Ja, da kommt quasi das Essen her. The city sprawls in every direction. It's only a matter of time before it starts devouring itself. Ja, ich frag mich ja, wie das mit diesem Verkehr überhaupt funktioniert, ne? Dass die nicht alle ineinander fliegen. This infernal racket is the pulse of the city. The main artery leading to the CTC itself.
Hey, kann ich mir sonst noch was angucken? Ich habe irgendwie jetzt immer Angst, was zu verpassen, wenn ich nicht richtig gucke. Aber scheinbar nicht. Rauchen wir die Kippe zu Ende. Machen Abgang, würde ich sagen. Boah, nee. Ich habe da keinen Bock runterzufallen. Kann ich da eigentlich runterfallen? Okay. Ich gehe mal wieder zurück. Okay, dafür bin ich jetzt hier rausgegangen, oder wie? Oder kann ich hier? Ich will immer... Ich weiß nicht, woran das liegt, warum ich immer versuchen will, ob ich eben runterfallen kann. Ich weiß nicht, was passiert, aber nee, scheinbar geht das nicht. So, wo geht's denn hier noch hin? Okay, hier ist einfach Schluss. Ah, doch, guck mal hier. Need some booze? Ask for Tom. Hey, brauchst du Alkohol? Frag nach Tom. Okay. Als ob das so eine Rarität ist. Gut, ich soll wieder zurück. Dann gehe ich mal einen Schritt schneller. Ah, guck mal, hier ist mal was. Treten Sie der Polizei bei. Spüren Sie die Macht der Gerechtigkeit. Das haben wir schon hinter uns. So. Aber bei der Polizei fühlen wir uns auch irgendwie nicht so, so wohl, ne? Promised a veto, and then what did he do? He signed as soon as the bill landed on his desk. The president is nothing but a pin in the hands of corrupt politicians. A stooge, a disgrace. Did you hear? He signed it. That lying piece of shit. Der Nachbar ist sowieso eine Legende. Sound mind and a sound body. I've forgotten what that's like. I had to sell this car. The car was great, but started to fall apart. And it wasn't safe. Stylish. I bet every one of those guys has a new body by now. Probably wouldn't recognize each other on the street. Möglich. When I started the service, the guys didn't believe she was my wife. Even when I brought this photo, they said it was photo montage. Oh Mann, aber sie scheint es irgendwie nicht mehr zu geben, oder? Shit, Seth. I'm sorry your luck ran out the way it did. Really sorry. Okay. Hier haben wir wieder nur die Küche. Rausgehen können wir nicht. Ah, das party, as I said, I smashed it with the ball during the game. The truth is, it was after the game. And I had a ball-shaped stone trophy. A football trophy. Okay. So, was haben wir hier? Das ist unser Bett. Ah, ne. Alter, ich triefe richtig einfach so warm es ist. Ah, ist das jetzt eine Rekonstruktion von diesem Baum? Sarah um Hilfe bitten. Sarah, how's the job going? To complete my report, I need to summarize the evidence. I need access to the system. You heard Chief Steiner. He wants it classified as a suicide and sent straight to him. Möchten Sie sein... Habe ich eigentlich Zeitdruck? Nee. Manchmal hat man Zeitdruck, glaube ich, mich erinnern zu können. Möchten Sie keinen professionellen Bericht? Ich habe den höheren Rang und brauche Zugriff, okay? Sarah, ich schulde Ihnen was. Sarah, look, I'll owe you. I need to check a few things. Let me remind you that we've known each other for about 5 minutes. Do you think I don't know why the chief put you on restricted duty? I read your wife's case file. Forgive me for mentioning her, but it was the same kind of suicide. Okay. Sarah, listen to me very carefully. Sooner or later, some egghead will read the report with your signature on it and ask one fundamental question. Who fucked it up like this? Well, you say then that the chief told you Richtig. To write it down as suicide, or that the investigation was conducted by a cop on sick leave. Oh, fuck. Mm-hmm. Okay. Okay, you know what? Here's what we'll do. I have access, so I analyze. And I put the evidence on the board. Is that clear? As clear as day. Mm-hmm. Okay. I'm sorry for bringing your wife up like that. Anständig. Look, let's not fight. Let's connect the dots oh, one by one. If we agree with the conclusions, we move on.
You'll agree with me sooner or later. The sooner we get this over with, the sooner you can write the report. Das sind Waffen? Nee, warte mal. Waffe? I should clear up Sarah's doubts about the murder. First, I have to prove that somebody else was there besides Green. And when Sarah takes the bait, I'll convince her about the rest. Okay, das wird interessant. Hinweis aufnehmen. Totes Ichorit. Das Ichorit ist vollkommen zerstört. Die Rekonstruktion zeigt eine Flüssigkeit, die Greens Nase und Augen aus der Nase und der aus den Augen rinnt. Okay. Bitte was? Das ist Sarahs Zweifel. Ich sollte Sarahs Zweifel über den Mord zerstreuen. Was beweist, dass außer Green noch jemand da war? Das, seltsame Symbol, sprang mit einem seltsamen Winkel rückwärts. He could have cut himself, maybe. Like how? Shaving? Okay, wir haben hier noch was zum Gedenken. Schläge. Die Schläge sind eigentlich offensichtlich. Dann haben wir noch dieses Teil. Got something? No, it's nothing. Zeichen. Look, you don't have to try to convince me that Green is behind everything. Suit yourself. Ich blick's noch nicht ganz. Wir müssen die Reihenfolge richtig machen, ne? Aber er hat doch zuerst die Schläge gekriegt. Weil sie meinte, von wem sollen die gekommen sein? Von einem Geist? Da ist ja was dran. Totes Ichorit. Somebody. Right. Could have been Green himself. Was haben wir hier noch? Die Uhr zum Gedenken. Wanna guess which one's the best friend? Nope. I have to wonder if someone just dropped it here, or if they threw it back in Green's face. So. Kurzschluss. Das war falsch. Okay, wir müssen das also quasi da drauf machen. Nee, warum wird mir nicht erklärt, wie das funktioniert? Also, ich meine, das ist viel zu warm, Leute. Ich mache auch gleich nach der Folge einen Break. Ich will nur, dass morgen wieder eine Folge kommt. Ich nehme morgen früh in Ruhe auf. Aber, das verstehe ich noch nicht ganz. Also, wir haben... Ih, Mücke. Wir haben hier... Das ist nicht das nächste... Ich blick's noch nicht. Leute, ich blick's einfach gerade gar nicht, was ich hier machen soll. Vor allem jetzt check ich die Pfeile nicht. Das hier war richtig. Dann kommt das. Nee. Dann kommt das. This is creepy. Ugh, looking at this makes my skin crawl. You don't want to know what it's doing to mine. Ach, das ist das Richtige. Das muss jetzt. Nee, das muss ich aber doch nicht da drauf machen. Hä, warum erklärt mir denn keiner, was ich machen soll? Ich meine, wahrscheinlich ist es überhaupt. It'll be hard to defend the theory about these cables. The moment of the fall is puzzling. I want to say that someone kicked him, but we don't have enough. I know. Ich probiere hier jetzt einfach wild rum. Weil ich es einfach noch nicht ganz verstehe. Die Schläge auch nicht. Ach so. Nee, check ich nicht. Es tut mir leid. Warum? Ich bin zu dumm. Es ist vielleicht auch einfach zu spät. Leute, ich würde sagen, ich mache einen kleinen Break und wir spielen morgen früh weiter, wenn ich wieder richtig konzentriert bin. Ich wollte nur, dass heute schon eine Folge für euch kommt. Aber ich check gerade nicht ganz das System. Also, offensichtlich ist das hier auf dem Weg, der Kurzschluss.
Wir haben hier Sarahs Zweifel. Dann haben wir hier einen Kurzschluss. Aber ich kann doch auch nichts anderes jetzt hier hinzufügen. Das war richtig, aber... Dann komme ich nicht weiter. Okay, wir gucken uns das morgen nochmal. Also besser gesagt, ich gucke mir das morgen nochmal in Ruhe an. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass es weitergeht. Sorry, die Folge war ein bisschen chaotisch, aber ich bin auch nicht so gut drauf, es ist so warm. Und alles tut weh. Gut, mehr oder weniger war das hier auch ein kleiner Test für das neue Setup und Kameraeinstellungen. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns morgen 18 Uhr in der nächsten Folge, wo wir dieses Rätsel hier lösen werden. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao. This was supposed to be an accident. Fucker's hanging from the last cherry tree. What do you mean the last? Like, last? I have an idea. This is a federal case, James. We're supposed to pull Green's Ikarite, not someone's. Stop doing this. Moving on to reconstruction. The gel's flammable. Someone could have ignited it deliberately. I need to find the source. Why is the tree burnt? This is crazy. If something goes wrong, you're hung out to dry. At least we have a theory of the crime. Stop it. James, you've got to stop this. Oh, you're finally paying attention. The thing's been oxidized. Understand? Somebody wanted to make damn sure Green wasn't coming back. Oh, I am in deep, deep shit. Look, he's hanging from a fucking tree. So I took this job. I'd take any job at that point. Omega code 112358. Suspected murder.